Danke vielmals, Francesco. Eine wunderbare Einleitung gewesen. Ich habe gedacht, er macht so gut, er könnte auch weitermachen. Er hat das, wenn er das Riesenwissen. Nein, ich werde nicht so schlimm umgehen mit euch. Sie zwei sind bei mir in der Schule gewesen, sie sitzen in der ersten Reihe. Sonst wären sie zinders gesessen. Gell? Also, ich möchte mich noch gerne noch mal vorstellen. Ich bin die Evelyn. Mein Medium bin Geistheilerin und von gut 4 Jahre ist das gesehen, habe ich mit meinem Mann zusammen Geistheilerakademie in der Schweiz gegründet. Ich tue Geistheiler mit dem zusammen ausbilden. Hörst du mich? Den Film muss ich noch schauen. Ich tue Geistheiler ausbilden. Für mich ist das Medizin von der Zukunft. Für mich ist das, was die Energien, die laufen, die werden kommen. Und ich bilde auch für die geistige Wirbelsäulenbegradigung aus. Weil in der geistigen unserer Wirbelsäulen, das ist das Leben. Und dort drin läuft alles. Dort drin läuft alles zusammen. Und es ist wunderbar. Mittlerweile sind schon ganz viele unterwegs, die es weitertragen. Und das ist da, was mir am Herzen liegt, dass ganz, ganz viel rausgehen, auch ihr nachher, dass ihr rausgeht und über die Energien erzählt und nicht mehr ins andere hineingeht, nicht mehr in die Regierung hinein, regt euch nicht mehr auf, sondern geht positive Energie raus. Genau. Ich bin als Kind schon hellfühlend gewesen. Hellfühlend und hellwissen ist bei mir am meisten ausgeprägt. Ich habe die Leute gefühlt, ich habe vieles dann aber nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sind sie vorne durch so, aber in sich innen haben sie einen riesen Schmerz. Ich habe den Schmerz vom Kollektiv gefühlt. Und als ich älter wurde, war das für mich erdrückend gewesen, weil niemand hat mir erklärt, um was das da geht und habe mich dann verschlossen. Es ist etwa weit über 10 Jahre seither, wo dann das Ganze wieder aufgebrochen ist, wo dann gekommen ist, wieder vorgekommen ist. Und mies ist heute eine Art, vor allem wenn die Leute kommen mit Krankheiten. Noch ein Spitzer. Ich würde sagen, wenn das nicht gut gehört. Genau. Gell? Einfach winken. Und mir ist da, wenn Leute kommen mit Krankheiten, sehe ich eine Art innerer Sekunde schnell in den seelischen Ursprung. Wozu hat es angefangen? Ich habe meine eigene Praxis, arbeite so, aber ich sehe einfach, die Leute sind offen, aber sie sind immer noch nicht offen. Also sie tun immer noch Schulmedizin und weiss ich nicht was alles. Und das ist einfach da, wo ich finde, Schulmedizin gibt es 200 Jahre vielleicht oder nicht einmal, aber unser Wissen, das wir wirklich haben, die Energie. Und das ist das, was ich den Leuten wieder beibringen will, wieder zeigen, aufzeigen. Kommen wieder zurück in eure Urkraft, kommen wieder dort, was wirklich ist. Und darum ist für mich, das ist eine Art, das, was wir heute Abend im ersten Teil werden durchnehmen. Alles ist Energie und ohne Energie ist alles nichts. Im zweiten Teil gehen wir dann dort drin rein, warum die Liebe der Schlüssel zum ewigen Leben ist. Wenn es ewige Leben gibt, das ist ja so, wenn man die Leute fragt, was ist denn das ewige Leben, kommt man auch lustige Antworten manchmal über. Das, was ich euch heute Abend würde sagen oder erzählen würde, das sind meine Ansichten, gell? Das sind meine Sicht, wenn ich es sehe, wie es die geistige Welt mir zeigt. Das sind meine Bilder, wenn ich es interpretiere, wenn ich es höre und vor allem, wenn ich es fühle. Wenn ihr Fragen habt, dann tun sie doch bitte aufschreiben, dass wir das am Schluss machen können. Muss ich noch weiter oben tun? Jetzt ist gut. Könnt euch das bitte aufschreiben, dann können wir das nachher dann miteinander besprechen und dort dann anschauen. Gell? Für mich ist alles, was existiert, alles ist Energie. Einstein hat gesagt, alles ist Energie und ohne Energie ist alles nichts. Das ist im Einstein seine Relativitätstheorie gewesen. Das ist das, was alle kennen. Wenn alles Energie ist, gibt es natürlich feste Zustände und feinstoffliche Zustände. Und die festen Zustände ist ja genau da, wo wir anlangen können, wo wir sehen, wo wir können, einfach heben alles. Das ist das. Und das ist genau die feststoffliche Materie, wo dann die Leute einmal sagen, weißt du, ich glaube nur da, was ich mit den Augen sehe. Und da habe ich auch so ein schönes Zitat vom Einstein gesehen. Es hat einen gefragt, als er dann die Theorie vorgestellt hat, hat er gesagt, wissen Sie, Herr Einstein, es klingt doch alles sehr abenteuerlich. Ich vertraue lieber meinem gesunden Menschenverstand, weil ich glaube nur da, was ich sehe. Und Einstein ist so genial gewesen, der hat darauf geantwortet, dann kommen Sie doch vor und legen Ihnen seinen gesunden Menschenverstand auf den Tisch.
Und wenn wir so anfangen, dann fangen wir uns an zu beschränken. Und das ist ja genau das. Also, man sagt ja, wir studieren nicht über den Tellerrand oder man sehen nicht über den Tellerrand aus. Und das ist genau das, was in der Energie, die Energie ist unendlich. Und wenn wir das mal anfangen zu verstehen, dann wissen wir genau, dass wir unendlich sind. Dass überhaupt nichts passieren kann, wir sind unendlich. Und auch wenn wir das verstehen, dann sehen wir auch, Materie ist Energie, also Materie ist eine Illusion. Da man mehr findet, hey, das ist so fest, das kommt dort, könnt ihr das so vorstellen, es ist tiefe schwingende Sachen, das ist Materie. Ein Stein hat ganz tief schwingende Materie. Ein Tier oder wir sind auch Materien, aber wir sind höher schwingend, je nachdem, wie die Schwingung ist. Interessant wird es dann natürlich, wenn wir in die Feinstofflichen hineingehen, wenn wir in die Schwingungen hineingehen, wenn wir die uns mal anschauen, was passiert dort und dort fangen wir an. Und das ist eben da, wo zu wenig noch vornehmen, dann gehen wir über unseren Sinn. Das ist schon das hell sehen, hell hören, hell wissen und hell fühlen. Und wenn wir dann dort hineingehen, dann sehen wir dann auch, dass alles schwingt. Also die ganze Energie, alles ist in Schwingung, permanent, also nichts ist fest, nichts ist starr, alles ist immer in Bewegung. Jetzt ist natürlich da dort, wenn wir uns nicht mehr bewegen, also ich sage jetzt mal, wir sind ja immer in Bewegung, aber wir sind dann in einer starren Bewegung und das ist das genau, was jetzt viele drin sind. Viele sind in der Angst drin, die sind erstarrt dort drin von der Angst und kommen aus dem nicht mehr raus und dann fangen sie an, nicht mehr zuzulassen oder hören irgendwo, weiss ich nicht was und haben einfach Angst. Angst, was haben sie für eine Angst? Sie haben Angst um die Materie. Wenn man aber die Wissenschaft anschaut, die Wissenschaft sagt heute schon, wir bestehen aus 99,999% Energie und der Rest ist Materie und alle haben Angst um die kranke Materie. Dann sage ich dann einmal, ja, von was hast du denn Angst, dass du dann stirbst? Nein, nein, ich sehe nicht. Ja, von was denn sonst? Oder? Und dann wissen sie dann auch wieder nicht mehr weiter. Und dort ist für mich wieder, wenn ich sehe, wie die Leute sich einfach zu wenig noch mit dem beschäftigen, wer sind wir wirklich? Woher kommen wir? Woher gehen wir? Ist immer noch nicht gut. Hören die mich zuhinterst? Sie nicken. Das ist das Laut, das Schnuff. Probieren wir mal. Jetzt? Wir haben noch Leute reden. Und somit ist natürlich auch mit der Energie kommt dann dort auch, ob grobstofflich, ob feinstofflich, alles ist eins. Alles ist miteinander verbunden. Es gibt keine Trennung. Und in die Angst kommen wir erst, wenn wir in einer Trennung sind. Und das möchte ich euch heute Abend auch wieder zeigen, weil viele Leute sind ja schon, fängt schon bei uns an, es fängt immer bei uns an. Wir sind getrennt von uns selber. Der Geist und der Körper sind getrennt. Obwohl man überall geht, ins Yoga und weiss ich nicht was, und immer heisst es, alles muss miteinander vereint sein. Nein, sie haben eine Trennung. Und dann habe ich Angst, auf den anderen höre ich schon gerne und dann haben wir das Chaos beieinander. Gell? Wenn natürlich alles Energie ist, dann sind natürlich auch unsere Gedanken Energie. Alles ist Energie und unsere Gedanken, die sind eine riesengroße Energie. Stellt euch mal vor, könnt ihr euch einfach mal vorstellen, alles, was ihr denkt, wird Wirklichkeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Viele Leute sagen, nein, wir denken etwa 60'000 Gedanken, die Frauen ein bisschen mehr pro Tag, aber jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Männer nicken alle, so gemein. stellt euch mal vor, jeder Gedanke der materialisiert sich früher oder später. Stellt euch das einfach einmal vor. Jetzt kommt alles in Energie. Und haben vorne gehabt, dass niederschwingende, höchschwingende, dann ist natürlich das auch die Energie dort, wo wir mehr drin hineingehen, das passiert. Ja, und wenn wir dann immer Angst und Angst und Angst haben, und dann wundern wir uns, wenn dann irgendetwas passiert. Stellt euch das einfach einmal vor, oder schaut auch, wenn ihr einmal rausgeht. Das ist für mich einmal immer, wo ich an den Leuten muss sagen, es ist schön, wenn ihr kommt, wenn ihr hört. Das ist wunderschön. Ihr könnt in einem Monat wiederkommen. Ihr könnt wieder genau das Gleiche hören. Passiert tut es da dazwischen.
dass ihr es umsetzt, dass ihr wirklich mal anfangt. Und eure Gedanken, die sind sehr, sehr wichtig. Was da alles passiert mit denen, da würdet ihr euch noch wundern. Nehmen wir alles heute Abend durch. Stellt euch mal vor, wenn sich aber alles materialisiert oder alles passiert, dann könnt ihr ja mit euren Gedanken alles machen. Alles, was ihr wollt. Stellt euch mal das vor. Und wie schauen wir mit unseren Gedanken, wie schauen wir die Welt an? Wie schauen wir das an? Unsere Gedanken formen uns, unsere Gedanken formen unsere Welt, unsere Gedanken formen unseren Seinszustand. Also die formen alles. Und ich möchte euch jetzt das allererste Mal aufzeigen, wie gross dass ihr überhaupt sind. Dass ihr einfach mal spürt, hey, ich bin nicht da, was da ist. Das bin ich gerne nicht, auch wenn man es mir beibringt. Aber da bin ich nicht, ich bin ganz etwas anderes. Und es wäre auch schön, wenn ihr mal die Augen zumacht, wenn ihr eure Füße gerade nebeneinander auf den Boden, dass ihr einen schönen Fluss im Körper habt, wenn ihr locker hinsitzt, die Augen zumacht. Und ihr könnt einfach, das, was ich euch jetzt sage, könnt einfach so gut wie es geht folgen. Dann nicht schon anfangen mit dem Gedanken, oh, das kann ich nicht, das geht nicht. Und dann könnt ihr euch schon wieder einschränken. Aber bei mir funktioniert es. Gell? Geht über euren Atem, kommt ihr in die Ruhe rein. Ihr schnauft über euren Atem. Wenn ihr langsam und tief im Bauch schnauft und langsam wieder raus, dann kommt der Körper in der gleichen Sekunde das Gefühl über, alles ist gut. Wenn ihr abmüht von irgendetwas, dann fängt der Atem schnell an und dann sind wir irgendwo in der Panik hinein. Und darum gehen wir jetzt ganz, ganz ruhig in Atem hinein und schnaufen ein paar Mal tief durch. Und mit dem nächsten Atemzug geht ihr bitte mit eurer ganzen Aufmerksamkeit in den Raum von eurem Kopf. Ohne Werte, ohne Bewerten, sind ihr einfach im Raum von dem Kopf. Und schaut, wie es sich anfühlt. Vielleicht seht ihr noch, wie es aussieht. Und ihr seid einfach im Raum von eurem Kopf. Mit dem nächsten Atemzug geht ihr in den Raumbereich von eurem Bauch. Ihr geht in den Raumbereich von eurem Bauch. Und auch dort schaut ihr einfach, wie es sich anfühlt, wie es aussieht. Und ihr seid einfach im Raumbereich von eurem Bauch. Auch da bleiben wir nicht, wir gehen auch da weiter in den Raumbereich der Beine. Auch da ohne Werten und Bewerten, schaut das an, ihr fühlt es. Und über den nächsten Atemzug gehen wir weiter in den Raumbereich von euren Füßen. Ihr geht in den Raumbereich von euren Füßen. Nehmt auch da wieder wahr. Verweilen die Weile dort. Und über den nächsten Atemzug geht ihr in den Raumbereich von eurem Herz. Fühlt und spürt euer Herz. Fühlt und spürt, ob ihr den Platz habt. Oder ob es eng sei, ob es dunkel sei oder ob es hell sei. Nehmt den Raumbereich von eurem Herz richtig wahr. Spürt, wenn ihr in dem Raumbereich seid vom Herz. Und mit dem nächsten Atemzug fangt ihr euch an auszudehnen. Ihr lasst es einfach laufen. Ihr denkt keinen Gedanken daran und ihr dehnt euch ausdehnen und ihr spürt, wie ihr über euren Raumbereich von eurem Herz rausgeht. Ihr werdet immer grösser und grösser. Ihr fühlt euch richtig. Die Grösse, die ihr habt. Vielleicht ist eine Schwerelosigkeit drum. Aber fühlt richtig, wie wunderschön dass das ist, immer grösser und grösser werden. Und wenn ihr ganz gross sind, dann schaut ihr mal zurück und vielleicht seht ihr den Herzraum oder ihr seht den ganzen Körper. Und ihr seht, wie klein dass die Behausung ist. Und ihr seht jetzt und spürt, was eure wahre Grösse ist. Fühlen und spüren in die wahre Grösse inne, in euren Geist. Und fühlen und spüren dort innen und fragen euch auch einmal, was ist alles möglich mit meiner wahren Grösse?
Was ist alles möglich? Ist nichts möglich oder ist alles möglich? Fühlt es richtig, wie gross das ihr seid und für was, dass ihr alles, was alles machbar ist, wenn ihr alles könnt tun könnt. Mit dem nächsten Atemzug kommt ihr mit dieser wahren Grösse zurück in euren Herzbereich. Kommt zurück wieder in euren Herzbereich. Nehmt ein paar tiefe Atemzüge, behaltet das Gefühl von eurer wahren Grösse. Und wenn es für euch stimmt, dann öffnet ihr langsam eure wunderschönen, wunderbaren Augen und kommt hier zurück in diesen Raum. Ich finde das immer schön, mal zum Schauen, zum mal richtig fühlen und spüren, wie gross sind wir wirklich. Weil viele Leute, und das hat der Francesco so viel, vorne so schön gesagt, wir beschränken uns. Wir machen uns klein. Wir tun uns ab. Überhaupt niemand anders. Und wenn man mal fühlt und spürt, wie gross das wir sind, dann können wir uns entscheiden, auch wenn er gesagt hat, will ich wieder in die Kleine zurück oder will ich so gross bleiben. Und wenn wir die Grösse haben, dann sehen wir einmal dort alles. Alles ist möglich. Gell? Wie kommt es dort an, dass wir einfach irgendwo Probleme haben oder dass wir Sorgen haben, dass wir Angst bekommen, dass wir auf andere mehr hören, wieder auf sich selber, dass wir uns selber klein machen. Wie kommt das? Das kommt dort, in dem, wenn wir unsere Persönlichkeit geformt haben, wie das dort hineinkommt. Unsere Persönlichkeit, die formt sich, unsere Persönlichkeit formt sich aus unserem Denken. Wir denken zuerst, dann machen wir eine Entscheidung. Dann kommen wir ins Handeln hinein, dann kommt eine Erfahrung, dann fühlen wir sie, positiv oder negativ, und da gibt es einen Seinszustand. Und das ist das, auch unser Seinszustand ist wieder, wenn wir es fühlen, Erfahrungen, Handeln, Entscheiden, Denken, gibt es wieder unsere Persönlichkeit. Und dann kommen die Leute nachher und sagen einmal, oh, ich will eine Änderung hineinbringen, und ich habe schon so viel probiert, aber es nützt nichts. Erstens mal sagen sie es ja schon, es nützt nichts. Ja, was willst du denn ändern, wenn du schon sagst, das Denken, gell, was dazukommt, was nützt denn? Und sie sind die ganze Zeit in dem Hamsterrad drin. Sie machen das den ganzen Tag. Jetzt, was muss man ändern? Im Prinzip wäre es ja ganz einfach, oben anfangen, das Denken verändern. Jetzt kommt aber das andere dazu. Und früher hat man viel, muss halt positiv denken. Das ist ja gut, kann man ja positiv denken. Aber dann fange ich an, komme in den Alltag rein. Und mit dem Denken ist dann so das Problem, ich muss mich entscheiden, um immer positiv zu denken. Aber dann kommt der Chef, der mich nervt, und schon das positive Denken wieder weg. Also entscheide ich mich schon wieder für das andere, für die andere Energie. Gell? Und dann stockt es schon da oben. Vielleicht kommen noch andere weiter runter, ins Handeln rein. Das ist gut, fangen dann an handeln, aber dort ist dann genau das Gleiche wieder. Dann machen sie es einmal, zwei, und dann heisst es, also probiert geht nicht. Dann kommt wieder die Erfahrungen, die wir gemacht haben, Erfahrungen, die von früher noch gemacht worden sind. Oder wir haben das in den Denken rein. Es könnte ja möglich sein, dass das und das kommt. Und dann fangen wir an handeln, und dann kommt es, und dann können wir sagen, ja, siehst du, ich habe so gesagt, das ist so. Dann sind wir wieder da oben, oder? Andere kommen dann ans Erfahren und ins Fühlen rein. Das Fühlen ist eines vom Wichtigsten. Die fühlen das noch, aber irgendwie kommen sie auch nicht weiter. Ja, was ist jetzt, was ist die Lösung? Dass wir dort wirklich mal reingehen und sagen, anfangen, und da muss ich jeder selber an der Nase nehmen, ich fange ab heute anders an denken. Denk nicht mehr so. Jeder hat die freie Entscheidung bekommen von Gott, den freien Willen. Gott hat gesagt, jeder Mensch hat seinen freien Willen. Ich entscheide mich, negativ oder positiv. Ich entscheide mich, regt mich die Regierung auf oder sagt, mein Mann hat am Anfang gesagt, du wieder. Ich habe gesagt, ja, macht weiter, dann verwachen die Leute. Und ihr entscheidet euch, wie ihr denkt. Aber ihr gebt überall Energie drin. Sind euch das auch bewusst. Gell? Wenn ihr wollt, dass ein anderer
dass andere Handlungen, dass andere Seinszustände kommen, müssen wir anfangen, die Energie zu verändern, übers Denken. Gehen wir mal dort rein und sagen, ab morgen, 3 Wochen lang, fange ich an, positiv zu denken. Ich tue positive Sachen entscheiden, ich tue positiv handeln, weil ich will positive Erfahrung und fühlen möchte ich mich auch positiv. Das Fühlen ist eines vom Wichtigsten, denn wenn wir das Ganze nicht fühlen, dann bleiben wir hier oben eben im Denken. Wir müssen es fühlen. Warum? Das sind die alten Seinszustände, die wir haben. Die wollen wir aber nicht mehr, die wollen wir verändern. Und da können wir nur über das Fühlen. Wenn wir dort reingehen und uns fragen, wenn ich das verändere, wie will ich mich fühlen? Wie will ich mich fühlen? Will ich noch die Angst drin sein? Will ich noch die Trauer drin sein? Nein, will ich nicht mehr. Was will ich denn? Und dann haben wir die freie Entscheidung wieder rüberkommen. Wir müssen uns entscheiden. Und jetzt sehen, das neues Denken gibt neue Entscheidungen, gibt neues Handeln, gibt neue Erfahrungen, gibt neues Fühlen. Und dann haben wir den neuen Seinszustand. Und das Gute vom Ganzen ist ja, da kommen wir nachher noch, dann kommen die Naturgesetze dazu, wie innen so außen, oder? Habe ich einen anderen Seinszustand, die Energie, alles ist Energie. Und durch die Energie ist alles eins, alles ist mit allem verbunden. Also geht der Seinszustand raus und hilft auch dem grossen Ganzen. Und wir stehen jetzt vor einem Quantensprung. Das goldene Zeitalter sind wir, habt ihr sicher schon alle gehört. Wir sind jetzt noch in der 3. Dimension und wir gehen jetzt in die 5. rauf. Wir haben das letzte Mal gehabt, was ist die 5. Dimension? Was ist dort? Dann habe ich zuerst gesagt, hallo, was sagen da? Es ist kein Wort gekommen. Die 5. Dimension könnt ihr fühlen. Wir haben die Worte nicht. Wir haben viel zu wenig Worte. Also ihr werdet das sehen, wenn wir dort sind. Wir haben viel zu wenig Worte, da geht alles über das Gefühl. Da müssen wir nicht mehr so miteinander schwätzen. Da fühlen wir uns. Okay? Und wir wissen ganz genau, was du willst und was ich will. Und alles ist gut. Das wird dann gehen. Genau. Wie kommen wir aus unserem alten Sachen, aus dieser alten Geschichte raus? Was können wir dort? Und das finde ich einmal immer so schön, das schauen. Unsere Weltanschauung, einfach das, was wir haben, das formt uns. Und ich möchte euch jetzt einmal bitten, ich werde euch jetzt einen Satz sagen und ihr tönt mit einem Wort bei euren Gedanken vervollständigen, den Satz. Gell? Tönt nicht sagen, oh nein, das kann ich nicht, ich muss das zweite Wort nehmen. Das erste. Das allererste Wort, das kommt, da ist es. Gell? Ich tue nachher ein Blatt rum, du sollst dann vorlesen, und dann könnt ihr dann auch das, was bei euch gekommen ist, einfach mal sagen, dass ich so aufschreiben kann. Ist gut? Erste, nicht bescheissen, bitte. Das erste. Gut. Also, das erste Wort, das bei euch kommt, bei die Welt ist voller Hast du noch ein bisschen hören? Du hörst. Liebe. Liebe. Was haben wir noch? Rätsel. Energie. Energie. Gut. Gut, haben wir alles? Glück. Gut. Ich glaube, wir haben mal genug.
Wer es kennt, ich finde das auch schön, das hat, die Test hat ja die Vera Birkenbiel gemacht. Ich habe die Test auch gemacht und da sind wirklich, man sieht, dass ihr euch schon mit dem alles beschäftigt habt, weil da kommt wirklich, zuerst, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, da gibt's gar nicht, dass Leute so denken, aber es ist wirklich, es ist Parasiten drunter, Vollidioten ist drunter, Trottel ist drunter, weiss ich nicht was alles. Und so, wenn wir es sehen, ist unsere Persönlichkeit ist unser Seinszustand. Gell? Wie das denke ich? Wenn ich denke, die Welt ist voll Parasiten, dann ist es. Wie innen so außen bin ich es aber auch. Könnt ihr drauf gehen? Das sind die, die krank sind. Sehen wir natürlich da, die Welt ist voller Überraschungen. Hey, jeden Tag lasse ich mich inspirieren, ich schaue, was kommt. Das ist sicher ein Mensch, der nicht Mann sieht. Und dort kommt ja dazu, es gibt nur den jetzigen Moment. Es gibt nichts anderes. Gell? Im jetzigen Moment entscheide ich mich, um das Vergangene zu denken. Und in dem Moment hole ich es führen. Und dann kommt genau wieder da, ich habe Erfahrungen gehabt, ich habe gehandelt, ich habe Entscheidungen gehabt. Und jetzt fühle ich es. Obwohl die Vergangenheit schon lange weg ist. Aber mein Körper fühlt es. Zukunft dasselbe. Die Leute gehen alle impfen, weil sie haben Angst. Es kommt ja in der Zukunft noch an. Oder sie sagen, ich kann in der Zukunft nicht mehr reisen. Hey, es passiert alles nur im jetzigen Moment. Eine Zukunft gibt es gar nicht. Die gibt es nicht. Aber wenn ich da jetzt schon dort rein bin und denke, oh Gott, wenn der Mann selbst und selbst ist, dann passiert es. Haben wir vorne gehabt, alles ist Energie. Und ohne Energie ist alles nichts. Also wenn wir dort wieder schauen. Haben wir aber, die Welt ist voller Überraschungen. Und dann lebe ich jetzt. Ich weiss ja, wann ich mit dem da oben alles und mit dem da alles anfangen kann. Wenn ich dann den und den verbinde, habt ihr sicher auch schon gehört, die Herz-Hirn-Kohärenz, die dann kommt. Und wenn ich das miteinander verbinde, das Herz ist um ein tausendfaches stärker wie der hier oben, dann haben wir es. Und dann leben wir im jetzigen Moment. Und dort kreieren wir. Und dann schauen wir jeden Tag als Überraschung an. Wunder. Dann kommen nämlich Sachen und wir sagen, nicht mehr, ich habe es ja gewusst. Sondern dann sagen wir, jetzt ist da auch noch so ein Wunder. Liebe, das ist eh das Wichtigste. Das ist dann der zweite Teil. Die Liebe ist alles. Die Liebe macht uns aus. Die Liebe ist das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, dass wir überhaupt fühlen können. Ist die Liebe. Freude, auch Freude. Ein so ein Mensch steht am Morgen schon auf und sagt nicht, Scheibe, ich muss nicht wieder arbeiten gehen, sondern er steht auf und sagt, ja, ist heute ein schöner Tag, oder? Voller Rätsel, können wir anschauen, wenn wir wollen. Aber Rätsel ist natürlich auch, ich komme nicht raus, was da läuft und wo da geht. Keine Ahnung, das ist mein absolutes Rätsel, was da alles läuft und geht. Dann ist aber auch spannend, dann suchen Antworten. Macht euch auf die Suche, weil alle Antworten sind eh in euch rein. Gell? Alles ist eins. Wenn alles eins ist, ist in uns alles vorhanden. Alles. Und einmal heisst, Evelyn, du kannst das, du bist Geistheiler. Sag ich, ja, und du nicht. Wir haben einen Vater, einen. Also bist du ich und ich du. Und ist alles, man könnte es. Ich habe es aktiviert, du nicht, warum auch immer. Aktivier es. Energie. Ist auch schon so schön Leben, Geheimnis. Ja. Ich hoffe, die haben wir heute Abend aufgeräumt, wenn wir fertig sind, dass es kein Geheimnis mehr gibt, dass ihr dort genau wisst, wow, so muss man es machen, wegen dem ist das Ganze, was jetzt ist, oder? Und die Welt ist voller Glück. Also da, meine jetzt, das ist immer ein Satz, den könnt ihr einmal machen, aber tun bei euch auch wieder mal ein bisschen testen oder auch wenn ihr die Leute um euch herum habt und nicht so wissen, soll ich die einschätzen? Sagt ihnen mal den Satz, sie sollen den vervollständigen und das ist auch schön. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, mal da, wo wir jetzt hatten, würden in unser Denken hineinnehmen, unser Entscheiden, Handeln, wenn wir dem für einen Seinszustand haben. Dann ärgert uns nichts mehr. Es ist, wie es ist. Ich kann mich im jetzigen Moment entscheiden, wie ich mich fühlen will. Will ich die Energie in die Regierung hineingeben? Will ich die Energie in den
Nachbarinnen geben? Will ich da dort hineingehen? Will ich es unterstützen? Nein, möchte ich nicht. Und dann ist das gut. Einstein, ich finde, der hat geniale Sachen rausgelassen. Einstein hat gesagt, immer das Gleiche zu tun und denken, es ändert sich etwas, das ist Dummheit. Ganz einfach. Dann kommen dann die Leute und sagen, ja, das ist jetzt gerade so einfach gesagt. Ja, sicher. Was muss man machen? Dann anleben. Nur dann anleben. Die Energie verändern. Und wer kann sie verändern? Ja, ich nicht. Ich kann meine verändern, aber nicht euch. Also nur wieder die Energie verändern. Gell? Wenn wir etwas verändern wollen, ist ja auch immer, mehr müssen sie sein. Viele Leute gehen dann auch und sagen immer, wow, ich möchte in der Welt draussen das haben, ich möchte die Pandemie weg haben, ich möchte das andere weg haben. Ja, das ist gut und recht, aber solange ihr euch aufregt über die Pandemie, solange ihr schimpft über die Pandemie, solange, weiss ich nicht wann, das, solange haben wir es. Mit der Energie bleibt da. Gell? Also, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt. Wir können es richten, wir können es machen und sonst überhaupt niemand. Was natürlich auch dazu kommt, und das, ist, das sind die Naturgesetze, also, was ihr von denen schon mal gehört habt, die hermetischen Gesetze, die sieben göttlichen Gesetze, also die haben ganz viele verschiedene Titel. Und die Gesetze, die spielen jeden Tag. Für mich ist einmal, ich sage einmal in der Schule, wenn ihr die versteht, versteht das Leben. Und wenn ihr nach denen lebt, dann habt ihr keine Sorgen mehr, dann habt ihr kein Problem und dann geht ihr eine mega gute Energie raus. Das erste Gesetz ist das Gesetz der Geistigkeit. Alles ist Gottes Geist und Gottes Geist ist in allem. Und ich staune heute immer, das ist dort, und ich sage einmal, sagt, wenn ihr es wollt, ob ihr sagt, Quelle, Gott oder der Schöpfer, es kommt nicht darauf an. Aber ich staune, wie viele Leute das kommen und sagen, Evelyn, wenn du Gott redest, das ist überhaupt nicht gut. Gell? Dann muss ich einmal sagen, ja, wo ist das Problem? Erklär mir's. Ja, also mich dunkt's, wenn du von Gott redest, dann bist du in einer Sekte. Dann muss ich einmal sagen, ich bin katholisch aufgewachsen, gell? Bin katholisch aufgewachsen, Gast, was bist du? Bist du auch schon mal in der Kirche gewesen? Dann hat er vorne redet auch von Gott, ist dann, bist du in dem Fall auch in einer Sekte. Hat überhaupt für mich mit gar nichts zu tun. Und das ist genau da, wo wir jetzt wieder hergehen. Wir gehen zurück in die göttliche Ordnung. Gell? Und die Leute haben da einfach vergessen, hey, Gott ist in jeder Blume, in jedem Stein, in jeder festen, in jeder schwingenden Materie, er ist alles. Und er ist auch in mir. Gell? Du hast recht, er ist auch in mir. Und ich habe vorhin mal gesagt, wir haben einen Vater, einen. Wir sind alle gleich. Gell? Und dann müssen wir uns jetzt dort wieder mal anschauen. Und schauen mal, wenn man rumschaut, man will wirklich Gesetz der Geistigkeit, da will man uns rausprügeln. Seit Jahrtausenden von Jahren, der strafende Gott, der zürnende Gott, und der hat es gemacht und der andere hat es gemacht, dass wir ja dort hingehen und sagen, der ist etwas Schlimmes, der ist nicht gut. Und das ist genau das Problem. Dass wir dort wieder ins Bewusstsein hineinkommen. Wenn wir im Bewusstsein kommen und dort hinein sind, sagen, das ist unser Vater, hey, der hat alles erschaffen. Der ist die Energie, wo die Wissenschaft davon redet, wir kommen an einen Punkt hin. Und an diesem Punkt, dort müssen wir annehmen gehen, dass irgendeine grosse Energie herum ist, die alles erschaffen hat. Wir nennen es, oder ich nenne es Gott, Quelle, die Schöpfer. Und wenn wir da wieder sehen, müssen wir einmal sehen, er hat gesagt, Gott, ich habe den Menschen erschaffen nach meinem Bilde. Dann sind wir ein Teil davon. Also sind wir genau auch die Erschaffer. Und wie erschaffen wir? Das, was wir vorhin hatten, über unsere Gedanken, über unser Handeln, über unser Fühlen. Also wir müssen nicht meinen, das, was jetzt ist, da haben die Regierungen erschaffen oder weiss ich nicht was, da haben wir erschaffen im Fall. Über Tausende von Jahren mit unserem Denken. Ja, man hat uns in eine andere Richtung gelenkt, man hat uns von Gott weggelenkt, dass wir eben nicht in das Schöpferbewusstsein hineinkommen, dass wir dort weggehen. Aber
es geht nicht, wenn wir uns nicht lenken lassen hätten. Funktioniert nicht. Geht nicht. Und darum ist das sehr ein wichtiges Gesetz, und das ist auch dort, achten wir wieder auf unsere Gedanken, weil die sind Erschaffer. Das zweite Gesetz, Ursache und Wirkung, vielleicht besser bekannt einmal unter dem Karma. Da muss ich immer lachen, wenn man die Leute anruft und sagt, Evelyn, kannst du etwas machen? Dann sage ich, ja, ja. Ja, aber das hast du doch nicht. Ich habe Karma und das Karma muss ich auflösen und das muss ich leben. Und ich sage, ja, dann lebe es, mach gutes Karma, dann hast du gerne nichts mehr anderes. Also, das ist auch so etwas mit dem Karma, da hat man uns auch beigebracht, das ist etwas ganz Schlimmes und das musst du austragen. Warum? Wenn ich Schöpfer bin und über Gedanken kann ändern, ändere ich es. Bringe gute Energie ins Ganze und der ganze Rattenschwanz dahin löst sich eh auf. In dem Moment, wo du dich entscheidest, zum anders handeln, anders fühlen, anders denken, nicht mehr bewerten, nicht mehr urteilen und einfach nur, es ist gut, so wie es ist im jetzigen Moment leben, löst sich da vom Eigen auf. Aber alles, was ihr tönt, alles, was ihr macht, hat eine Ursache und gibt eine Wirkung. Alles. Gell? Dann sagen die anderen, einmal, der andere ist die Schuld oder die Situation ist die Schuld. Das ist einmal auch so schön. Ja, macht eine Aktion, könnt ihr wieder drüber gehen, könnt ihr wieder raufgehen, Geistigkeit, könnt ihr wieder über euer Geist, über euer Denken, könnt ihr wieder dort hineingehen. Gell? Das dritte Gesetz ist Gesetz der Entsprechung. Das finde ich auch schön. Das ist das Gesetz wie unten so oben, wie innen so außen, wie im Kleinen so im Grossen. Das ist dort drin. Und auch dort sehen wir wieder, was wir dort alles mitmachen können. Jesus hat da gesagt, wie innen, so außen. Ich habe das lange nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, ich komme im Aussen, nie mehr und nie weniger, über wie es im Innen aussieht. Und dann reklamiere ich, wie außen ist. Dann sind wir wieder, die Welt ist voller. Kommen wir wieder dort an. Also sehen, das kommt immer wieder alles zusammen, wenn wir dort hineingehen. Und das ist das Gesetz der Entsprechung. Wenn wir das erkennen, merken wir auch, wenn ich etwas verändern will, eben, sei du selbst die Veränderung, dann muss ich die Veränderung sein. Kommen wir zu den Energien, fangen wir an, das Aussen zu verändern und innen denken wir, das muss ich nicht. Da wenden wir unheimlich viel Energie auf, um das Aussen zu verändern. Funktioniert nicht, weil das Aussen hat auch den Freiwillen. Wenn es nicht will verändern, verändert es sich nicht. Dann kommt der Ärger wieder, dann kommt die Wut, dann kommt die Ruhe, dann kommt weiss ich nicht was. Und wir sind wieder im anderen. Und Energie gehen wir wieder genau dort rein, wo wir nicht wollen. Gell? Also muss ich da jedes Mal selber nehmen. Kommt mir jetzt gerade ein Beispiel. Wenn die Leute einmal kommen und sagen, ja, Evelyn, willst du nicht wieder in die Normalität? So sage ich, nein, danke, ganz sicher nicht mehr. Ja, aber das ist doch gut. Dann sage ich, hey, Moment mal, Normalität ist im Moment Krieg, Armut, Hungersnot. Ja, aber weisst du, da haben wir da nicht. Dann sage ich, geh in die Familie rein, das sind auch Krieg. Einfach auf eine andere Ebene. Aber es geht um die gleiche Energie. Es geht wieder genau dort. Und darum auch dort, fangen an, eure Welt. Das, was ihr da aussen seht, wenn ihr jetzt sowieso, das ist Illusion. Da drinnen ist die Wirklichkeit. Weil, wir wissen jetzt, die Wirklichkeit geht raus und erschafft das, was da aussen ist. Und die Leute haben Angst, sie können nicht mehr reisen, sie können nicht mehr fort, sie können nicht mehr weiss nicht was, in der Illusion. Komisch, he? Wahrscheinlich manchmal nicht mehr. Dann kommt Gesetz der Resonanz oder der Anziehung, Gleiches zieht Gleiches an. Warum rege ich mich auf an dem anderen? Warum nerve ich mich? Ich bin genau gleich. Sonst kommt er nicht. Energie geht zu der gleichen Energie. Verändere ich meine Energie, hat der andere oder die Situation die Chance, um die gleiche Energie anzunehmen, um zu sagen, weisst du was, und geh, dann ist es auch wieder aufgelöst. Das sind so die Dinge, die da rum sind. Mit der... Ich werde euch gerade mal aufzeigen. Stellt euch vor, es sind zwei Menschen. Und das ist auch schön, das hat jeder nämlich schon erlebt, gell? Ihr kommt am Morgen einmal hin, der hat noch gerne nichts gesagt. Ich sage jetzt mal, das ist der erste, das ist der zweite. Da ist die Energie rundherum. Gell? Nummer 1 kommt zu Nummer 2 und bevor der überhaupt das Maul aufgetan hat, ist euch sicher schon passiert, denkt man, was ist mit dem los?
Man ist dem über die Leber gekrochen. Und jetzt kommen wir wieder zum anderen. Und mit Erfahrungen und alles, was wir hatten, vielleicht mit der Person Nummer 2, verhalten wir uns auch so, gehen schon mal so ein bisschen auf Abstand rein und geben dann Energie da rein, wo wir natürlich dort hinkommen und sagen, was ist mit dir los, was ist dir über die Leber gekrochen? Ist der die gleiche Energie wie ich, dann sagt er, geht in 9 Tage. Haben wir unser Denken nicht im Griff, unser Fühlen nicht im Griff, dann sagen wir, hast du den Vogel? Und der andere sagt, nein, du. Und wie weit aber geht das noch? Gell? Sind wir aber unser Denken, sind wir uns dem bewusst, sind wir unserem Fühlen bewusst und sagen, du, dem geht es heute, glaube ich, nicht so gut. Gut, geht es mir gut. Dann fragen wir ihn vielleicht. Gell? Und der andere kommt und sagt, geht überhaupt nichts da? Ja, wie reagieren wir, wenn wir eine positive Einstellung haben, wenn wir die Energie von ihm gerne nicht haben? Wenn wir keinen Aspekt, das ist wie innen so außen, wenn wir keinen Aspekt in uns haben, was funktioniert, dann sagen wir, schon gut, ich wollte nur fragen. Dann kann der weitermachen. Wenn wir immer noch die gleichen Energien sehen, sagen wir, du, wenn du dann willst, reden, kannst du kommen. Dann hat der Varianten, er kann gehen, weil die Energie haut ihn weg. Er kann sagen, hey, warum geht es dir immer so gut? Ich hätte gern, dass es mir auch so gut geht wie du. Könnt ihr dem schon wieder helfen? Gell? Oder er kann einfach mal dort sein und sagen, ich warte jetzt mal ab, was passiert. Also er hat die Wahl. Und er aber auch. Gell? Es gibt immer Aktion und Reaktion. Aber ihr entscheidet und ihr macht immer so, wenn ihr im Inneren seid. Und da gibt natürlich nicht Auswirkungen auf euch. Da gibt Auswirkungen auf das grosse Ganze. Auf alles. Wieder. Okay. Gut. Dann haben wir Gesetz der Resonanz gehabt. Dann kommt das 5. Gesetz. Das ist Gesetz der Harmonie oder des Ausgleichs. Und alles entsteht aus der Harmonie, alles besteht aus dem. Also alles wird immer wieder zu der Harmonie hingehen. Und das ist genau das, was jetzt abläuft. Wir sind völlig aus der Harmonie rausgekommen, wir haben völlig vergessen, wer wir sind. Wir haben total aus den Augen gelassen, welche Art unsere Bestimmung wäre, Schöpfer zu sein, haben wir völlig. Also die Harmonie, die ist total nicht mehr da. Und darum... Ich sage jetzt, ja, stimmt, das heisst am Limmer, der Schwab will den Great Reset, den gibt es auch, aber den macht Gott und sonst niemand. Warum? Wegen dem Gesetz der Harmonie. Alles strebt zur Harmonie, alles strebt wieder in Ausgleich. Das nächste ist das Gesetz der Schwingung. Alles schwingt, nichts bleibt still. Auch das dort einmal. Alles steigt, alles fällt, alles bewegt sich. Jedes Wort, das ihr aufsprecht, hat eine Schwingung. Je nachdem, wie ihr das Wort aussprecht, geht es in die negative Energie oder in die positive Energie. Ein Wort ist ein Wort. Aber auch dort wieder Gefühl, das ihr drin hineinlegt, da passiert. Und das letzte Gesetz, das ist das Gesetz von der Polarität und der Geschlechtlichkeit. Yin und Yang. Alles ist männlich, alles ist weiblich. Ihr habt alle Aspekte in euch rein. Alles. Also es gibt nicht nur da oder es gibt nur da. Wir sind auch dort wieder rausgefallen, wir tun auch dort wieder, entweder leben wir mehr da oder wir leben mehr das andere. Also auch dort sollten wir einfach mal hineinschauen. Und wenn diese Gesetze, wenn wir die mal können und wenn wir nach denen leben tun, müsst ihr euch das mal vorstellen. Stellt euch mal vor, wie das Leben denn ist. Wenn ihr das so lebt. Energien sind also immer um uns herum. Energien sind da, wo uns die ganze Zeit, jeden Tag prägt. Okay. Wo haben wir es? Da. Sind euch das einfach einmal bewusst und sind euch bewusst, was für Energie das ihr rausgeht.
Was will ich nähren? Was will ich überhaupt machen? Und jetzt könnt ihr mal für euch einfach mal überlegen. Ihr wollt alle eine Veränderung, darum sind ihr da. Wenn ihr da nicht möchtet, dann wäret ihr irgendwann, würde ich sagen, nach mir die Sintflut. Das ist mir gleich. Das gibt ganz, ganz einen Haufen. Aber das, was wir jetzt hier machen, haben wir eine riesige Chance über. Und wir müssen euch einmal dort bewusst sein, ihr seid die, ihr habt euch entschieden, um jetzt hier zu sein. Gell? Ihr habt jetzt gesagt, hey, wenn der Quantensprung kommt, der seit Tausenden von Jahren nicht da war, dann will ich da sein. Dann will ich voll dabei sein und ich will da voll mithelfen. Das habt ihr euch entschieden. Sind euch das wieder mal bewusst? Und wenn ihr euch da bewusst seid, dann geht ihr dort hin und wenn ihr seht, alles ist Energie, wenn ihr jetzt gehört habt, geht ihr wirklich dort hin und fangt an, eure Energie zu verändern. Und das jeden Tag.